Ja, mein Name ist Andreas Winkelmann. Ich bin. Ich dachte hier, ich spreche mit Frank Kodiak, weil ganz kurz, liegt hier eine Verwechslung vor? Nee, der ist aber auch da. Ich kann den holen. Frank! Ja? Ja, komm du doch mal eben her. Du bist jetzt gefordert. Der kommt gleich. Ist ein bisschen langsam. Und ist zufällig ein Hendrik Winter bei dir in der Nähe? Ich oute mich mal. Ich spalte bei meiner Arbeit dauernd Persönlichkeiten ab. Wenn ich arbeite und mich in Personen vertiefe, die ich literarisch erfinde, dann spalte ich diese Persönlichkeiten ab. Und nicht alle davon verschwinden nach dem Schreiben wieder. Das ist vom Frank, ja, genau. Ja, weiß ich überhaupt nichts drüber. Das hat ja der Frank geschrieben. Da müsste ich jetzt den Frank fragen. Der Frank ist zum Beispiel so jemand, der wollte als abgespaltene Persönlichkeit unbedingt weiterleben und wollte auch Schriftsteller werden. Frank, hast gehört? Dein Buch ist gut angekommen und jetzt leben wir halt eben zusammen miteinander. Und bei dem Hendrik Winter war es ganz ähnlich. Da wollte eine andere Persönlichkeit von mir sich mal entfalten, nämlich die humorvolle, die liebevolle, die romantische Seite wollte sich mal entfalten. Und das musste auch einfach sein, damit mein Charakter im Gleichgewicht bleibt. Also habe ich sie gelassen. Das sind alles, ich bin Andreas Winkelmann, die anderen beiden sind eigenständige, abgespaltene Persönlichkeiten. Bist du überrascht? Wann schreibst du, wenn du schreibst, wie lange und wo und wie hast du deine Leichen gelagert? Fangen wir vielleicht mit dem Leichen an, weil das ein beliebtes Thema bei mir ist. Also ich lebe auf einem alten Niedersachsenhof mitten in Niedersachsen. Das Haus ist von 1583, also relativ alt. Wir haben auch keine direkten Nachbarn im Umfeld. Ich kann hier also tun und lassen, was ich will. Man hört auch Schreie hier nicht sehr weit. Da habe ich mal ein junges Mädchen auf einen Eisblock gestellt, habe ihr eine Schlinge um den Hals gelegt, oben an Decke befestigt und dann haben wir starke Strahler oder ich habe dann starke Strahler auf diesen Eisblock ausgerichtet, damit der nach und nach wegschmilzt. Das dauert natürlich ewig, bis so ein richtig großer Eisblock weggeschmolzen ist. Aber es geht darum, dass sie da drauf steht mit nackten Füßen, diesen Eisblock gerade so erreicht. Und je glitschiger der wird, umso schwieriger wird es, sich mit nackten Füßen darauf zu halten. Und natürlich wird der Zug am Hals dann immer stärker. Und wir haben so einen alten Kriechkeller unter der Scheune mit einem Zugang von außen. Und der ist nur so halb hoch, dieser Keller. Deswegen Kriechkeller. Man muss da gebückt drin gehen. Da wurden früher Lebensmittel drin gelagert. Jetzt lagere ich da meine Leichen drin. Aber sonst bin ich ganz normal und harmlos. Ja. Ja, und mein Schreiballtag ist eigentlich relativ strukturiert. Ich bin schon sehr diszipliniert. Also ich stehe morgens um 6 auf, mache mich fertig und dann gehe ich erstmal eine Runde mit unseren Hunden. Das dauert dann so ungefähr eine Stunde und dann bin ich frisch und wach und setze mich an den Schreibtisch und lege los. Und dann schreibe ich meistens rein kreative Arbeit, also das Erfinden neuer Personen und neuer Stoffe und neuer Geschichten, so bis in den Mittag rein. Ich nehme mir dann immer vor, mindestens 5 Seiten zu schreiben. Manchmal wären es 10, manchmal wären es 6, 7, aber mindestens immer 5. Wenn das erledigt ist, dann habe ich erstmal frei. Dann kann ich was anderes machen. Es gibt an diesem Haus und am Grundstück, wir haben ja einen halben Hektar Land am Grundstück und bauen auch Obst und Gemüse an und so. Da gibt es genug zu tun. Und wenn ich das gemacht habe. Weil wir Bitte? quatschen jetzt gerade vormittags um 10, das ist doch direkt eigentlich in deiner Schreibzeit. Ja, genau. Deswegen bin ich auch so schlecht gelaunt. Du bist schuld, wenn mein nächstes Buch nicht rechtzeitig beim Verlag ankommt. Oh, ich habe gesehen, die nächsten Bücher von dir stehen ja schon in der Warte, in der Pipeline, sind in der Pipeline sozusagen. Also ganz so schlecht, glaube ich, brauche ich mich da nicht fühlen. Nee, brauchst du auch nicht, weil ich auch gerade Zeit habe. Ich habe gerade erst ein Buch beendet vor einer Woche und habe jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich mache jetzt mal so einen Monat lang Pause und schreibe gar nichts. Lade mal die Batterien wieder auf. Das tut zwischendurch auch mal ganz gut. Braucht es diese Zeit auch für dich, um deine Figuren loszulassen? Also du, Ja. ich glaube, ich habe gehört, dass du so circa ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr brauchst, um ein Buch fertig zu machen. Und in der Zeit verbringst du ja wirklich viel, viel Zeit mit deinen Figuren. Ja, brauchst du die Zeit, um dich da irgendwie zu verabschieden? Ja, genau. Da ich 2 Bücher pro Jahr schreibe, also in Zusammenarbeit mit dem Frank oder auch mal mit dem Hendrik Winter, brauchte schon auch immer ein bisschen Abstand zwischen den Geschichten, um die einen Figuren loslassen zu können, dass diese wieder ein bisschen in der Versenkung verschwinden und dann wieder zu den Figuren des nächsten Buches rüber zu switchen. Also nahtlos ineinander übergehen lasse ich 2 Bücher eigentlich nie. Ich mache immer eine ordentliche Pause zwischen 2 Büchern und gucke auch mal so vom Timing her, dass ich mir diese Pause auch erlauben kann. Wenn du schreibst, gibt es da irgendwelche Rituale für dich, damit du gut ins Schreiben kommst? Was ganz oft sehr wichtig ist, wenn ich Probleme habe, mich zu fokussieren, das kommt ja immer mal wieder vor, wenn die Alltagsthemen vielleicht zu so präsent sind oder gerade so in dieser Corona-Zeit, wenn so viel auf dich einprasselt, dass man Probleme hat, sich zu fokussieren, ist bei mir immer das Thema Musik. Ich schreibe sehr gern und sehr häufig zu lauter Musik. Die dröhnt dann auch wirklich durchs ganze Haus.
Und die muss immer der jeweiligen Szene, die ich gerade schreibe, auch angepasst sein. Also wenn es eine sehr schnelle Szene ist, dann ist es auch sehr schnelle und harte Musik. Ich höre zum Beispiel sehr oft Rammstein, wenn ich das mal hier so mit einbauen darf, ohne Werbung machen zu wollen. Wenn es aber eine emotionale Szene ist, dann muss es auch emotionale Musik sein. Ich habe schon tatsächlich manche Bücher zu nur einem einzigen Liedstück geschrieben. Nehmen wir mal ein aktuelles Buch, Der Fahrer zum Beispiel, von Andreas Winkelmann. Es gibt diesen Film Drive mit Ryan Gosling, und das ist meiner Meinung nach ein sehr guter Film. Und da gibt es ein Musikstück, da habe ich eigentlich das komplette Buch geschrieben, weil es genau den richtigen Rhythmus für mich hatte zum Schreiben. Wenn du den Leuten draußen so eine Art Mixtape machen würdest, hast du da so ein paar Songs, die dir einfallen, die dich richtig toll widerspiegeln? Ja, da gibt es schon einige Songs, die mich widerspiegeln. Manchmal sind das tatsächlich auch komplett zusammenhängende Soundtracks aus einem Film. Nehmen wir mal als Beispiel, damit es sich jeder vorstellen kann, damit ich jetzt nicht so viele Musikstücke runterrasseln muss. Nehmen wir mal Der letzte Mohikaner mit Daniel Day-Lewis. Kennst du vielleicht den Film? Das ist ein Soundtrack, der bei mir zu Herzen geht und der mich auch widerspiegelt, weil ich auch so ein Outdoor-Fanatiker bin und immer draußen in der Natur und in der Welt unterwegs bin. Und in dieser Musik schwingt so viel Sehnsucht nach Freiheit und Lust auf Abenteuer mit und trotzdem auch eine gewisse Art von Romantik und aber auch Stolz und Kraft. Und das ist ungefähr das, was mich auch ausmacht. In dem Buch von Stephen King über das Leben und das Schreiben, da sagt er, als Thriller-Autor wird man ganz oft gefragt, ja, wie kommst du denn auf deine verrückten Ideen? Was stimmt denn mit dir nicht? Ich denke mal, die Frage wirst du auch total häufig schon gehört haben. Viel spannender ist aber die Frage, warum kommst du auf diese Ideen? Das ist einfach in mir. Ich bin in meiner frühen Kindheit, tief traumatisiert worden, genau durch solche Geschichten, weil ich schon relativ früh, im Gegensatz zu dir, relativ früh angefangen habe, genau solche Geschichten, also Grusel, Horror und Thriller zu lesen. Und habe das praktisch wie muttermilchig aufgesogen und bin seit der Zeit tief traumatisiert. Und meine Gedanken kreisen also immer um das Böse im Menschen. Wie alt warst Also ich du? glaube auch, ich war, glaube ich, so um die 10 Jahre, als ich angefangen habe, diese Groschenromane in Richtung Horror und Grusel zu lesen. Ich glaube auch an das Gute im Menschen, aber ich glaube genauso gut eben auch an das Böse im Menschen. Und wenn ich mich hinsetze und eine bestimmte Szene schreibe, wie zum Beispiel jemand, kommt ja im Thriller immer mal wieder vor, dass jemand getötet wird. Wenn ich mich hinsetze, um das zu schreiben, habe ich diese Szene im Kopf nicht für mich im Voraus geplant. Ich weiß nicht, wie getötet wird. Ich weiß nicht, welche Details darin vorkommen. Ich setze mich einfach hin und fange an zu schreiben und das entwickelt sich dann in dem Moment in meinem Kopf. Also das ist alles schon da drin. Ich muss nur vor einem PC oder vor einem leeren Blatt Papier sitzen, damit es freigelegt wird. Deswegen ist es schwierig zu beantworten, wie komme ich auf diese Ideen. Die Ideen kommen eher zu mir. Da bin ich auch ganz glücklich drüber. Vielleicht ist das ja genau der Teil beim Schreiben, den man mit Talent meint. Denn einige schreiben ja auch zu 60, 70% Arbeit, aber es braucht eben auch einen gewissen Anteil an Talent. Und der ist bei mir wahrscheinlich, dass ich bislang noch nie, und ich habe jetzt schon 20 Bücher veröffentlicht, noch nie auf der Suche war und noch nie eine Schreibblockade hatte. Es ist immer alles da, wenn ich es brauche. Ich stand mal mit meiner Familie an einem Osterfeuer und der Pastor stand neben uns und der wusste, was ich tue. Und hat mich gefragt, ob mich das denn nicht verändern würde, was ich da mache. Und dann wollte ich schlau erscheinen und habe Marc Aurel zitiert und habe gesagt, naja, unser Charakter wird schon von unseren Gedanken gefärbt. Ja. Dann schaut er mich an, lächelt und geht weg. Ein halbes Jahr später hat er sein Pfarramt aufgegeben und ist woanders hingezogen. Welchen Thriller würdest du denn jemanden in die Hand drücken, der relativ neu ist und wo du sagst, hier, der Winkelmann oder der Kodiak, damit machst du nichts falsch? Ja, beim Kodiak würde ich dir den Amisar empfehlen. Einfach aus dem Grund, weil was die Person des Jan Cantius angeht, du ganz starke Charakterzüge von mir darin wiederfindest, so wie er handelt und wie er die Dinge anpackt. Und wenn es darum geht, vielleicht ein bisschen was über den Autoren, der dahinter steckt, zu erfahren, würde ich dir zum Beispiel bei dem Winkelmann auch Blinder Instinkt empfehlen. Da gibt es eine Figur eines Boxers, Max Ungemach heißt der, und auch der spiegelt sehr viel von mir wider. Ja, die würde ich dir erstmal beide ans Herz legen und dann lernst du die beiden Schriftsteller sehr gut kennen, die dahinter stecken, und ich hoffe mal, spannend sind sie auch. Würdest du sagen, dass Stephen King als Autor eine große Rolle spielt in deinem Autorenleben? Ja, ich denke schon. Das ist bei vielen Autoren so, zumindest sind die Autoren oder Autorinnen, die ich kenne, die in meiner Altersklasse sind, weil in
in der Prägungszeit, meine literarische Prägungszeit war von, sagen wir mal, 12 an bis das ganze Jugendalter, 16, 17 durch. Und da war er eben sehr gerade, sehr populär, man kam ja gar nicht daran vorbei. Mhm. Und deswegen hat er auch sehr viele Menschen, die den Wunsch haben oder hatten, Schriftsteller zu werden, stark beeinflusst, unter anderem auch mich. Später kamen dann noch viele andere dazu. Ich nenne jetzt immer auch ganz gern den Andreas Eschbach, der mich nach wie vor noch immer sehr stark beeinflusst und fasziniert. Aber es waren über viele Jahre hinweg, über 4, 5 Jahre hinweg, war es tatsächlich hauptsächlich Stephen King. Wenn es überhaupt eine Geschichte gibt, die bei mir eine Initialzündung dafür ausgelöst hat, Schriftsteller zu werden und ungefähr auch zu ahnen, wie man es machen muss, damit es fasziniert, dann ist das die Kurzgeschichte Der Nebel von Stephen King. Denn es war tatsächlich so, dass in meiner allerersten Wohnung, das war nur ein Zimmer, saß ich eben auf diesem Zimmer, habe diese Kurzgeschichte gelesen. Und als ich sie beendet hatte, die ist ja nicht sehr lang, das Buch zugeschlagen habe, es war eine Sammlung von Kurzgeschichten, da stieg draußen vor dem Haus, in dem ich da lebte, ein Rettungshubschrauber auf. Und das ist jetzt nicht gelogen, was ich jetzt hier, das hat genauso stattgefunden. Bin ich ans Fenster geeilt und gucke raus und sehe auf der Bundesstraße, die vielleicht 200 Meter entfernt ist, dass der Rettungshubschrauber wegfliegt. Da stehen aber noch Polizeiwagen und Krankenwagen. Da war ein schwerer Unfall gewesen, während ich diese Geschichte gelesen habe. Davon habe ich aber nichts mitbekommen, weil ich so in diese Geschichte Der Nebel vertieft war. Und dann in diesem Moment habe ich mir gedacht, wenn du das schaffen kannst, dass Geschichten Menschen so faszinieren und sie so sehr vom Alltag ablenken, dass sie so etwas nicht mitbekommen, während sie lesen, dann ist das genau der richtige Weg, um Schriftsteller zu werden. Da musst du hinarbeiten. Das war die Initialzündung. Ich sehe da das Erscheinen eines neuen Buches, was sich perfekt eignet für Leute, die dann irgendwann wieder raus dürfen, also sobald die Corona-Bestimmungen gelockert werden. Und da bin ich ja jemand, der da ganz vorne in der Schlange steht, um dieses Buch zu greifen. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja. Meine zweite Leidenschaft ist Abenteuer erleben, Outdoor unterwegs sein. Ich habe schon wirklich viel gemacht. Ich bin 3-mal zu Fuß über die Alpen gewandert. Ich habe in der Wildnis Kanadas mit Pfeil und Bogen gejagt. Ich bin auf die höchsten Berge in den Alpen gestiegen und in die tiefsten Schluchten. Also so Sachen, wo man auch sein Leben aufs Spiel setzt. Das war schon immer eine wirklich große Leidenschaft. Und irgendwann habe ich mal den Markus Knüpfgen kennengelernt, seines Zeichens Schauspieler. Wir haben zusammen an einem Filmprojekt gearbeitet, zu dem ich das Drehbuch geschrieben habe. Aus dem Film ist nie etwas geworden, aber es ist eine Freundschaft daraus entstanden. Das ist viel mehr wert als der Film, der nichts geworden ist. Mhm. Und Markus und ich, wir haben relativ schnell unseren Draht zueinander gefunden, weil wir beide so Outdoor-Typen sind. Und dann sind wir damit angefangen, zusammen in die Natur zu ziehen. Und dann kam auch irgendwann mal die Idee, lass uns doch mal ein Buch über unsere Touren schreiben. Das hat sich dann über 2, 3 Jahre hin so entwickelt. Das habe ich beim Verlag mal vorgestellt. Und daraus ist dann Wilder wird's nicht entstanden. Wilder wird's nicht steht zum einen dafür, dass Markus und ich in die wildesten Ecken Europas gehen. Also in Ecken, die man mit dem Zug oder mit dem Auto erreichen kann. Wir wollen nicht in den Flieger steigen, sondern wir wollen so ein bisschen auch den Nachhaltigkeits- und Achtsamkeitsfaktor beim Reisen so unterstreichen. Also nehmen wir die wildesten Ecken in Europa und die gibt es tatsächlich noch. Aber sie werden nicht mehr wilder. Die Wildnis nimmt ab. Der Titel bezieht sich aber auf uns beide, denn wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wir sind beide knapp über 20. Knapp über 50 sind wir beide und wir werden auch nicht mehr wilder. Also müssen wir Locations und Destinations aussuchen, mit denen wir zurechtkommen. Das steckt also hinter dem Titel. Und in dem ersten Band, Wilder wird's nicht, waren wir zusammen am Polarkreis in Schwedisch-Lappland im Sarek-Nationalpark. Man sagt so, das ist die letzte Wildnis Europas. Klingt aber doch schon ein bisschen wie ein Spaziergang. Ja. War es, genau. Und wir waren da zum Beispiel, wir haben aber auch ein wildes Abenteuer auf dem Brocken im Harz erlebt, in einem Whiteout. Wir haben auch ein wildes Abenteuer am Gran Paradiso in den Alpen erlebt. Wir wollten den Gran Paradiso, das ist ein 4061 Meter hoher Berg, den wollten wir umrunden und ihn dann besteigen. Also wir suchen uns immer so verschiedene Destinations aus, die relativ gut zu erreichen sind und wo man auch noch wirklich richtige Abenteuer erleben kann, ohne dass man unbedingt jemand wie Bear Grylls sein muss, ohne dass man wirklich eine Expedition bezahlen und organisieren muss, sondern ein Abenteuer, das für beinahe jeden geeignet ist, wenn man einigermaßen fit ist und sich was zutraut. Ja, und das ist ein sehr persönliches Buch geworden. Es ist nicht nur so, dass wir unser Abenteuer beschreiben, sondern dass wir uns als Menschen auch beschreiben. Was macht das miteinander, was wir da tun? Wie interagieren wir miteinander? Wie sind wir überhaupt
unsere Lebenswege, wie sind wir dahin gekommen, Schriftsteller, Schauspieler, wo wir jetzt sind, das alles ist in diesem Buch auch enthalten. Und ich für meinen Teil finde, dass das schon auch sehr unterhaltsam geworden ist. Man muss kein Abenteurer unbedingt sein, um das zu lesen. Ich freue mich voll. Wann kommt das Buch raus? Genau? Kommt jetzt am 23. raus. Cool. Sehr, sehr schön. Freut mich total drauf. Ich hätte jetzt nochmal eine sehr ernste Frage. Nein. Wie sehr beschäftigt es dich denn, dass Leute wie Arno Strobel und Romy Hausmann trotz ihrer seichten Literatur sich Thriller-Autoren nennen? Ja, das ist eine wirklich schwierige Frage, bei der ich Gefahr laufe, meiner Kollegin und meinen Kollegen ein bisschen auf die Füße zu treten. Und gerade bei Arno Strobel ist das schwierig, weil wir ja auch einen Podcast zusammen haben, die zwei Verbrecher. Du weißt es wahrscheinlich. Aber Arno und ich haben uns auch mal gesagt, wenn wir einen Podcast zusammen machen, dann müssen wir auch ehrlich zueinander sein und dürfen uns das nicht übel nehmen, wenn wir mal anderer Meinung sind oder sowas. Der Arno, der kann halt eben einfach nicht richtig töten. Ja, was willst du machen? Da hat er nicht gelernt, kann er nicht drüber schreiben, weil er es nie gemacht hat. Und dann hast du schon recht. Dann behauptet aber andere. Ne? Also er behauptet ja, nicht. Ja, er ist ein Poser. Ne? Ja. Arno, an dieser Stelle herzliche Grüße. Ja. Und was die Romy angeht, ja. Ich finde die Romy total toll. Ich finde die Romy total toll. Die schreibt echt super. Ja. Ich bedauere das wirklich sehr, dass Arno und Romy und ich, wir hatten ja eine Lesereise zusammen geplant, die jetzt im Februar hätte sein sollen. 14 Tage wären wir in größeren Hallen in Deutschland unterwegs gewesen. Und ich bin mir ganz sicher, das wäre mit den beiden ein Mordspaß geworden. Nicht nur auf der Bühne, wir wären ja auch zusammen im Tourbus unterwegs gewesen, hätten die Abende zusammen in Hotels an der Bar verbracht. Ich bin mir sicher, das wäre ein Mordspaß geworden. Leider ist das wegen Corona ausgefallen und wir haben es auf 2022 verschieben müssen und hoffen, dass wir im Februar 2022 dann wir drei als The Crime Pack zusammen auf Lesetunnel gehen können. Dann ist der Spaß einfach nur verschoben, aber nicht aufgehoben. Aber tatsächlich, ganz so lange muss man ja nicht warten, weil wir Superhelden haben ja das Glück, euch dieses Jahr, also 2021 im September, nach Rathenow zu holen. Also von daher könnt ihr da euch ja schon mal ein bisschen aufwärmen für eure große Tour. Ja, genau. Und ich freue mich umso mehr, dass das klappt, dass ihr drei dann hier zusammen nach Rathenow kommt und hier diese Lesung mit uns. Und ich verspreche, dass wir ein rundum Wohlfühlprogramm für euch gestalten werden. Arno hat ja schon Kabbala-Wasser bestellt. Muss ich mal gucken, das ist ja nicht so leicht zu besorgen. Ist irgendwie so ein Indien-Gesöff, was Madonna früher getrunken hat. Naja, deswegen sieht der Arno so blendend aus, trotz seines hohen Alters, weil er dieses Wasser trinkt. Jetzt ist mir das klar geworden. Hast du denn besondere Wünsche? Ja, einen guten Whisky. Ich habe gewusst, dass du das sagst. Aber wer kommt? Frank oder Andreas? Ja, um im Worst-Case-Szenario beide bei Laune zu halten, sollte der gute Whisky einfach da sein, damit das auch ein vernünftiger Abend wird. Also so einen schönen 21 Jahre alten McAllen, das wäre schon toll. McAllen. Zwei Gläser, eins für mich und eins für den Frank. Ich glaube, das wird ein ganz besonderer Abend, denn Romy und Arno und ich, wir waren ja noch nie zusammen gemeinsam auf der Bühne. Das wird also wirklich die Feuertaufe. Ich will für nichts garantieren, was an dem Abend so alles passieren kann. Sind wir mal gespannt. Ja, Herr Kodiak-Winkelmann-Winter, denn an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich für dieses Amüsement bedanken. Schönes Wort. Habe ich lange nicht mehr benutzt. Amüsement. Ja. Alles Gute für Sie weiterhin. Viel Spaß beim Schreiben. Weitermachen. Ja, ich kann auch gar nichts anderes. Deswegen muss ich damit weitermachen. Und ich mache es auch gerne. Und ja, herzlichen Dank dafür, dass wir miteinander reden konnten. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald.